Viereck passen 3. In dieser Passübung trainieren wir das Spiel über den dritten, offene Stellungen und das Anspiel in die offene Stellung. Baue dazu ein Hütchenquadrat von ca. 15 Metern Seitenlänge auf und verteile die Spieler wie folgt. Jeweils 3 Spieler unten links und oben rechts und jeweils einen Spieler an die beiden anderen Hütchen. Der Spieler am rechten Hütchen löst sich schräg seitlich vom Hütchen weg und nimmt dabei eine offene Stellung zum nächsten Spieler rechts oben ein. Er bekommt das Zuspiel ebenfalls in die offene Stellung und spielt anschließend mit dem gegnerfernen Fuß, also mit dem linken, einen Doppelpass mit dem sich zur Seite lösenden nächsten Spieler, bevor er diesem dann den Ball in die offene Stellung spielt. Von dort aus wird wiederum ein Doppelpass um das Hütchen gespielt. Demnach wird der direkte Doppelpass am Hütchen rechts unten und links oben gespielt, während an den beiden anderen Hütchen stets der Pass über den dritten gespielt wird. Achten Sie vor allem auf das rechtzeitige Einnehmen von offenen Stellungen und auf das genaue Anspiel in die offene Stellung. Sobald die Spieler den Ablauf beherrschen, können sie das Ganze gegen eine benachbarte Gruppe im Wettkampf spielen. Variante. Nun trainieren wir das Doppelpassspielen über den Flügel in Verbindung mit einer dynamischen Annahme nach innen. Die Annahme nach innen erfolgt wiederum nur am Hütchen rechts unten und links oben. An den beiden anderen Hütchen wird weiter der Pass über den dritten gespielt. Achten Sie stets auf das Timing der Freilaufbewegungen und auf die saubere Durchführung der Annahme nach innen sowie die Passqualität.